Für die Hardliner in der NATO steht fest, Russland soll isoliert, die Rüstungsausgaben der NATO-Staaten deutlich gesteigert werden. Es sind scharfe Töne, die nicht nur vom NATO-Generalsekretär zu hören sind. Und fast scheint es so, als seien einige NATO-Strategen ganz froh darüber, ihr altes Feindbild endlich wiedergefunden zu haben. Nikolaus Stein und Andreas Orth über die neue Strategie der NATO, die eigentlich eine ganz alte ist. Nein, dies ist nicht nur ein Krieg innerhalb der Ukraine. Es ist ein Konflikt zwischen Ost und West, ein Kampf um die Vorherrschaft im Osten Europas mit Unterstützung der NATO. Das Bündnis stehe fest an der Seite der Ukraine, verkündet der Generalsekretär bei seinem Besuch in Kiew. Die Unterstützung der NATO für die Souveränität und Integrität der Ukraine ist unerschütterlich. Und als Reaktion auf Russlands Aggression wird die NATO zukünftig noch enger mit der Ukraine zusammenarbeiten. Scharfe Worte aus der NATO. Eberhard Sandschneider ist Direktor eines einflussreichen deutschen Thinktanks, der auch die Bundesregierung berät und eigentlich Befürworter einer starken NATO. Die jüngsten Äußerungen des Generalsekretärs hält er aber für gefährlich. Herr Rasmussen verfolgt eine aus meiner Sicht verantwortungslose Politik des Verbalradikalismus. Er unterlässt es uns zu sagen, was das eigentlich, was er da fordert, konkret bedeutet. Wie weit seine Bereitschaft oder die der NATO geht, sich tatsächlich auch militärisch mit Russland anzulegen. Und er beschleunigt oder vertieft und intensiviert eine Politik, die in die Sackgasse führt. Im Juli simulierter Bodenkrieg in Bayern. US-Panzer kehren zurück nach Deutschland. Training für den Ernstfall. Im Juni NATO-Manöver in der Ostsee. Unter US-Führung beteiligen sich rund 30 Schiffe an den Baltic Operations. Frühjahr, US-Fallschirmjäger landen in Polen. Mehrere hundert US-Soldaten sollen dauerhaft in Osteuropa stationiert bleiben. Ab September fliegen 6 deutsche Eurofighter-Patrouille über den baltischen Luftraum. Die NATO demonstriert Stärke. Aber was will das westliche Bündnis damit erreichen? Welche Strategie verfolgt es? In einem Bericht der NATO-Führungsakademie vom vergangenen Monat wird schon mal deutlich, wohin die Reise gehen soll. Vorgeschlagen wird eine stärkere Luftraumüberwachung, verstärkte Militärübungen, der Aufbau militärischer Infrastruktur in Zentraleuropa und die Stationierung einer US-Kampfbrigade. Es ist das alte Spiel der Großmächte. Die NATO sieht sich jetzt am Zug. Beispiel Erweiterung. Seit dem Ende der Sowjetunion dehnt sich die NATO immer weiter nach Osten aus. 12 ehemalige Ostblockstaaten haben sich mittlerweile dem westlichen Bündnis angeschlossen. Und jetzt sind sogar 5 weitere Länder im Gespräch über eine NATO-Mitgliedschaft. Schweden, Finnland, Montenegro, Mazedonien und Georgien. Damit würde die NATO noch näher an Russlands Grenzen rücken. Robert Lackfold ist einer der renommiertesten politischen Analysten Amerikas. George Bush bedankte sich bei ihm ebenso für seine Beratungen wie der spätere US-Präsident Bill Clinton. Lackfold glaubt, dass es falsch ist, Russland immer weiter in die Enge zu treiben. Den Fehler, den vor allem die USA im Moment begehen, ist, Russland zu isolieren, während wir gleichzeitig Entschlossenheit zeigen angesichts dessen, was Russland in der Ukraine tut. Ich bin dafür, dass man Druck auf Russland ausübt, aber ich halte es für falsch, Russland gleichzeitig immer weiter zu isolieren. Im Gegenteil, wir sollten Russland auf allen Ebenen einbeziehen. Stattdessen fordert die NATO-Führung Aufrüstung, um auch wieder in Europa Kriege führen zu können. Angesichts der russischen Bedrohung fordert der Generalsekretär höhere Verteidigungsausgaben. Die illegalen Aktionen Russlands in der Ukraine sind ein Weckruf. In den letzten 5 Jahren hat Russland seine Verteidigungsausgaben um 50% erhöht, während die NATO-Staaten im selben Zeitraum ihre Verteidigungsausgaben um durchschnittlich 20% gekürzt haben. Russische Aufrüstung? Laut SIPRI gab Russland letztes Jahr 88 Milliarden Dollar für das Militär aus, Frankreich, Deutschland und England 168 und die USA sogar 640 Milliarden Dollar. Allein diese 4 NATO-Länder hatten im letzten Jahr das 9-fache an Militärausgaben im Vergleich zu Russland. Aus Sicht der NATO-Spitze immer noch zu wenig.
auszuschließen ist das nicht, dass eine neue Wettrüstungsdebatte entsteht. Sie ist natürlich eigentlich das Falscheste, was man tun kann, weil es genau darum geht, den gegenteiligen Prozess auf den Weg zu bringen. Doch welche Rolle spielt die Ukraine in den Planspielen des Westens? Schon in den 90er Jahren definierte dieser Mann, wie der Westen mit Russland und der Ukraine umzugehen habe, Zbigniew Brzezinski. Ehemaliger Berater von Jimmy Carter und später von Ronald Reagan. Die graue Eminenz der US-Sicherheitspolitik. 1997 schreibt er: Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt. Wenn Moskau allerdings die Herrschaft über die Ukraine wiedergewinnen sollte, erlangte Russland automatisch die Mittel, ein mächtiges Europa und Asien umspannendes Reich zu werden. Alte Planspiele, jetzt in neuem Gewand. In dem Bericht der NATO-Führungsakademie vom Juli geht es um eine Stabilitätspartnerschaft mit der Ukraine, um Kiew den Weg in Richtung Westen zu ermöglichen, auch wenn das eine starke russische Antwort hervorrufen werde. Aufrüstung, Erweiterung, Konfrontation. Für Maria Huber, Osteuropa-Expertin, ein klares Zeichen dafür, dass sich die Hardliner im NATO-Bündnis, die sogenannten Falken, durchgesetzt haben. Es gibt zwei Profiteure. Erstens die Falken, die schon seit Jahren darauf setzen, die NATO militärisch zu stärken, damit die NATO ja, fast überall auf der Welt dann in Konflikte eingreifen kann. Und gemäß der NATO-Strategie aus den 90er Jahren die Rohstoffe und Rohstoffzugänge sichern kann. Geht es also längst um mehr als Sicherheit und Verteidigung? Welche Rolle spielt die Energieversorgung Europas für die NATO? Mehrere ehemalige NATO-Generäle, darunter auch der deutsche General Naumann, beschrieben schon 2008, welche neuen Strategien der Westen verfolgen könnte und schlugen vor, die NATO als ein Instrument der Energiesicherheit zu verwenden. Hinter diesem Konflikt steckte die langfristige Strategie der USA in dem postsowjetischen Raum, also westlich und südlich von Russland, freien Zugang zu den Rohstoffen zu haben und Einfluss zu gewinnen und diesen Einfluss Russland zu verwehren. Die NATO übt weiter für einen Bodenkrieg in Europa. Der Feind scheint wieder da zu stehen, wo einige in der NATO ihn schon immer sahen. Die NATO ist eine Institution, die seit über 25 Jahren auf der Suche nach einem neuen Feindbild ist. Jetzt bietet sich Russland praktisch automatisch an. Und natürlich ist das für jemanden, der aus der Philosophie und aus dem Interesse der Institution denkt, eine geradezu ideale Gelegenheit, um all die Dinge, die man in normaleren, in ruhigeren Zeiten nicht umsetzen kann, jetzt auf den Weg zu bringen. Wenn man einmal damit angefangen hat, sich gegenseitig als Feind zu betrachten, wenn dieses Denken sich zementiert und die Außenpolitik bestimmt, dann heißt das auch, dass das allen Seiten, dem Westen und Russland, in den nächsten Monaten und Jahren auf die Füße fallen wird, was die Krise in Zentraleuropa betrifft. In Central Europe. Mehr als 2000 Menschen sind in der Ostukraine bisher gestorben. Doch selbst wenn dieser Krieg vorüber ist, die Krise zwischen Russland und dem Westen ist damit noch lange nicht vorbei. Welche Rolle Energiefragen beim geopolitischen Machtpoker spielen, können wir in der Ukraine gerade ziemlich gut beobachten. Westliche Energiekonzerne haben nämlich schon längst ihre Ansprüche angemeldet auf die Erdgasvorkommen des Landes. Und die US-amerikanische Politik spielt dabei mit. Dabei geht es weniger um die Unabhängigkeit der Ukraine, sondern darum, wer am Herzen Europas in Zukunft das Sagen hat. Er war einer der ersten nach dem Umsturz in der Ukraine. US-Außenminister John Kerry reiste demonstrativ nach Kiew und setzte die Weltgemeinschaft gewaltig unter Druck. Wenn die Russen nicht bereit sind, mit der neuen ukrainischen Regierung direkt zu verhandeln, dann werden unsere Partner keine andere Wahl haben, als uns zu folgen und auch die Maßnahmen zu ergreifen, mit denen wir in den letzten Tagen schon begonnen haben, um Russland zu isolieren, politisch, diplomatisch und wirtschaftlich. Hinter den Kulissen hatten Kerrys Leute offenbar schon Monate vorher klargemacht, wen die USA in der ukrainischen Opposition in Verantwortung sehen wollen
und wen lieber nicht. In einem abgehörten Telefonat hatte Obamas Europaberaterin Victoria Nuland nicht nur auf die Fuck EU geschimpft. Wer genau hinhörte, konnte auch schon den weiteren Fahrplan vernehmen. Klitschko sollte nicht in die Regierung gehen, er soll draußen bleiben. Yats ist der Richtige. Zufall oder nicht, genau so ist es gekommen. Yats, Arseniy Yatsenyuk, ist Ministerpräsident der Ukraine geworden. Boxweltmeister Klitschko hat keinen Posten in der Übergangsregierung übernommen, will später für das Präsidentenamt kandidieren. Der Wirtschaftswissenschaftler Yatsenyuk ist schon lange ein enger Freund Amerikas. Auf der Homepage seiner persönlichen Stiftung macht er keinen Hehl daraus, wer ihn unterstützt. Das US State Department ist dabei, die NATO und vor allem viele westliche Thinktanks. Es war wieder Victoria Nuland, die im Dezember bei einem Auftritt vor der US-ukrainischen Gesellschaft frank und frei erzählte, mit wie viel Geld die USA schon die Demokratie in der Ukraine unterstützt habe. Wir haben mehr als 5 Milliarden Dollar investiert, um der Ukraine zu helfen, Wohlstand, Sicherheit und Demokratie zu garantieren. Wieso ist den Amerikanern ausgerechnet die Ukraine so wichtig? Es geht um geopolitische Ziele, es geht um die NATO, sagen Experten. Die Ukraine selbst ist wichtig für die NATO, vor allem aus US-Sicht, weil sie eben dadurch den Einflussbereich der NATO und damit auch der westlichen Politik und auch den Einfluss der USA weiter in den postsowjetischen Raum vordrängen können und damit weiter Russland natürlich implizit auch zurückdrängen können. Insofern sind hier Kategorien des Denkmuster des Kalten Krieges durchaus noch implizit vorhanden, auch wenn diese jetzt nicht immer offen geäußert werden. Ein neuer Kalter Krieg? Offenbar auch mit den Mitteln der Energiepolitik. Nicht zufällig stand Victoria Nuland bei der US-ukrainischen Gesellschaft vor Sponsortafeln von Exxon und Chevron, zwei großen Energiefirmen. Was viele nicht wissen, beide US-Firmen haben auch massive wirtschaftliche Interessen in der Ukraine. Da sind einmal große Schiefergasvorkommen. Schiefergasvorkommen, die Firmen wie Chevron und Shell mit der Fracking-Technik aus dem Boden holen wollen. Und die Firma Exxon würde gerne ein neues Gasfeld im Schwarzen Meer erschließen. Große Euphorie bei der Vertragsunterzeichnung im November mit dem US-Multi Chevron. Ab 2020, hieß es da, könne die Ukraine sogar ganz unabhängig vom russischen Gas werden. Für die russische Regierung eine Kampfansage. Es ist durchaus ein Kampf wie immer um die Energie und in diesem Fall auch um Gas. Denn Gas wird hier als Druckmittel genutzt, nicht zum ersten Mal, um politische Interessen durchzusetzen. Und Amerika nutzt mittlerweile auch dieses Druckmittel von der eigenen Seite. Und das nicht nur mit Gas aus ukrainischem Boden. In den USA machen Republikaner und Firmen auch massiven Druck auf die Regierung. Schiefergas, das in den USA inzwischen reichlich gefördert wird, solle jetzt vermehrt nach Europa exportiert werden, um die Abhängigkeit der Europäer vom russischen Gas zu brechen. Möglich wäre das, indem mehr US-Gas in Flüssiggas umgewandelt und mit großen Schiffen nach Europa transportiert wird. Für den russischen Gasmarkt wäre das allerdings eine weitere bedrohliche Konkurrenz. Wenn es Amerika tatsächlich schaffen sollte, mehr Flüssiggas auf dem Weltmarkt anzubieten, auch tatsächlich zu exportieren, würde das Angebot ja erhöhen und damit mehr Druck auf Russland ausgeübt werden, weil man damit weniger russisches Gas nachfragen würde und die Preise auch entsprechend unter Druck geraten würden. Die Krise in der Ukraine ist noch lange nicht vorbei. Dies haben uns die Bilder aus dem Osten des Landes von dieser Woche gelehrt. Und auch die Propagandaschlacht geht weiter. Eine der zentralen Fragen ist dabei, wer ist verantwortlich für das Blutbad, dem im Februar Dutzende Demonstranten und Polizisten zum Opfer fielen und das schließlich auch zum Sturz des Präsidenten Janukowitsch führte. Wer also waren die Todesschützen auf dem Kiewer Maidan? Die vom Westen unterstützte Übergangsregierung hat sich letzte Woche festgelegt. Präsident Janukowitsch und seine Sonderkommandos tragen demnach allein die Schuld für die Toten. Doch an dieser Version gibt es jetzt erhebliche Zweifel, wie die Recherchen von Philipp Jahn, Olga Sviridenko und Stefan Stuchlik zeigen. Was geschah am 20. Februar 2014 in Kiew? Aufgeheizte Stimmung aus den ursprünglich friedlichen Demonstrationen ist ein Bürgerkrieg geworden. Teile der Demonstranten haben sich bewaffnet, rücken in Richtung Regierungsgebäude vor.
In einzelnen Trupps versuchen die Demonstranten, auf die Institutsstraße zu gelangen. Der blutige Donnerstag. Einzeln werden Demonstranten erschossen, viele von den Dächern umliegender Gebäude. Aber wer genau waren diese Scharfschützen, die auf die Demonstranten schossen? Diese Frage beschäftigt die Kiewer bis heute. Zu Hunderten kommen sie täglich an den Platz des Massakers. Als wir ankommen, 6 Wochen danach, ist anscheinend noch nicht einmal die grundsätzliche Beweisaufnahme abgeschlossen. Sergej, ein Waffenexperte, ist einer der vielen unabhängigen Ermittler, die eng mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten und die Ermittlungen in Gang halten. Vor unseren Augen sichert er noch Patronenhülsen. Danach alarmiert er die staatlichen Ermittler, die den Ort nach eigener Aussage schon gründlich untersucht haben. Erstaunlich, während sie noch arbeiten, hat sich ihre vorgesetzte Behörde in einer Pressekonferenz schon festgelegt, wer die Schuldigen sind. Mit dem heutigen Tag klagt die Staatsanwaltschaft 12 Mitglieder der Spezialeinheit Berkut des Mordes an friedlichen Demonstranten an. Der damalige Präsident Janukowitsch befehligte direkt diese Spezialeinheit Berkut. Die neue Regierung sagt also, die alte Regierung Janukowitsch wäre für das Blutbad verantwortlich. Doch was geschah wirklich am 20. Februar? Fest steht, die Demonstranten rückten auf der Institutstraße Richtung Regierungsgebäude vor. Von gegenüber gerieten sie unter Feuer. Vom Dach des Ministerkabinetts, der Zentralbank und weiteren Regierungsgebäuden. Doch schon früh gab es Hinweise, dass sie auch im Rücken getroffen wurden, von ihrer eigenen Zentrale aus vom Hotel Ukraine. Aber welche Beweise gibt es dafür? Zum einen ist da dieses Video, das augenscheinlich beweist, dass der Oppositionelle mit dem Metallschild von hinten getroffen wird. Der Mann in Gelb auf dieser Aufnahme geht sogar noch weiter. Er gehörte zu den Demonstranten, war an diesem Tag stundenlang auf der Institutstraße. Er heißt Mikola. Wir treffen uns mit ihm am Ort des Geschehens. Er sagt uns, es wurde sogar mehrfach in den Rücken der Opposition geschossen. Ja, am 20. wurden wir von hinten beschossen. Vom Hotel Ukraine, vom 8. oder 9. Stock aus. Von der 8. oder 9. Etage? Ja, auf jeden Fall fast von ganz oben. Von da oben? Ja, da standen Leute oben und haben geschossen. Und aus der anderen Richtung hier wurden wir auch beschossen. Und wer hat von oben geschossen? Das weiß ich nicht. Haben Sie eine Ahnung? Das waren Söldner, also auf jeden Fall Profis. Das Ukraine-Hotel hier war das damalige Zentrum der Demonstranten. Hat sich der Augenzeuge geirrt? Wir sind nachts unterwegs mit Ermittler Sergej. Er zeigt uns mit einem Laser, dass es nicht nur Schusskanäle aus Richtung der Regierungsgebäude gibt. Einige Kanäle in den Bäumen deuten in die entgegengesetzte Richtung. Wenn man durch Austrittsloch und Einschussloch leuchtet, oben ins Hotel Ukraine, damals die Zentrale der Opposition. Das aber passt schlecht zur Version des Generalstaatsanwalts, der uns nach Tagen Überzeugungsarbeit endlich empfängt. Er ist von der neuen Regierung eingesetzt, gehört dem rechtsnationalen Flügel der damaligen Opposition an, der umstrittenen Swoboda-Partei. Wir können wirklich heute schon sagen, nach allen Beweismitteln und Expertisen, die wir in der Hand haben, wer prinzipiell schuld an den Sniper-Attacken ist. Der damalige Präsident Viktor Janukowitsch, der ehemalige Verwaltungschef und der ehemalige Innenminister Sachaschenko. Sie wissen auch, dass es Sniper vom Hotel Ukraine gab. Wir untersuchen das. Die Scharfschützen, also alles Janukowitsch-Leute? Es gibt noch weitere Beweise, die diese These in Frage stellen. Wir treffen uns mit einem Radioamateur, der an diesem Tag aufgezeichnet hat, wie sich Janukowitsch-Scharfschützen untereinander unterhalten. Ihr Funkverkehr beweist, da schießt jemand auf Unbewaffnete, jemand, den sie nicht kennen. Hey Leute, ihr da drüben, rechts vom Hotel Ukraine. Wer hat da geschossen? Unsere Leute schießen nicht auf Unbewaffnete. Jungs, da sitzt ein Spotter, der zielt auf mich.
Auf wen zielt der von der Ecke? Guckt mal. Auf dem Dach vom gelben Gebäude. Auf dem Kino. Den hat jemand erschossen, aber nicht wir. Miron, gibt es da noch mehr Scharfschützen? Und wer sind die? Wir halten fest, es gab neben den Regierungsscharfschützen also noch andere unbekannte Schützen, die auf unbewaffnete Demonstranten geschossen haben. Und wer immer vom Hotel Ukraina schießt, hat, so legt dieses Video nahe, auch diese Milizionäre getroffen. Dass Janukowitsch auf die eigenen Leute hat schießen lassen, ist unwahrscheinlich. Gab es also Scharfschützen der damaligen Opposition? Fest steht, es gab neben den vielen friedlichen Demonstranten durchaus eine Gruppe Radikaler mit professionellen Waffen, wie diese Aufnahmen zeigen. Und das Hotel am Morgen des 20. Februar war fest in der Hand der Opposition. Wir sprechen mit Augenzeugen aus dem Hotel Ukraina, Journalisten, Oppositionelle. Sie alle bestätigen uns, am 20. Februar war das Hotel von der Opposition schwer bewacht. Es hätte sich also schwerlich ein Scharfschütze einschleichen können. Haben also radikale Oppositionelle am Ende selbst geschossen, um Chaos zu erzeugen, um Janukowitsch die Schuld anzuhängen? Die russischen Fernsehsender verbreiten Bilder, auf denen genau das zu sehen sein soll. Unsere Recherchen bestätigen, dass die Aufnahmen tatsächlich im Hotel Ukraina gemacht wurden. Aber wer da genau auf wen schießt, lässt sich nicht endgültig klären. Fest steht nur, es wurde nicht nur auf Oppositionelle, sondern auch auf die Milizen der Regierung geschossen. Vielleicht sogar von denselben Leuten. Wir treffen einen der wenigen Ärzte, der die Verwundeten beider Seiten versorgt hat. Die Verwundeten, die wir behandelt haben, hatten denselben Typ Schussverletzungen. Ich spreche jetzt von dem Typ Kugeln, die wir aus den Körpern heraus operiert haben. Die waren identisch. Mehr kann ich nicht sagen. Aber die haben sie bei der Miliz und bei der Opposition gefunden. Warum geht die Staatsanwaltschaft solchen Fragen nicht nach? Der deutsche Außenminister und die Europäische Union haben bereits im Februar per Abkommen festgestellt, dass die Schuldfrage in der Ukraine ein politisch zentrales Thema sei. Die Aufarbeitung sollte ergebnisoffen sein, um das Vertrauen in die neue ukrainische Regierung zu stärken. Doch mittlerweile mehren sich die Zweifel, ob wirklich sachgerecht ermittelt wird, auch bei den eigenen Mitarbeitern. Wir sprechen mit einem hochrangigen Mitglied der Ermittlungskommission. Er erzählt uns Unglaubliches. Das, was mir an Ergebnissen meiner Untersuchung vorliegt, stimmt nicht mit dem überein, was die Staatsanwaltschaft erklärt. Wurden also Beweismittel unterdrückt oder sogar unterschlagen? Auch die Rechtsanwälte, die die Angehörigen der Toten vertreten, alle eigentlich auf Seiten der neuen Regierung, beklagen sich, dass sie überhaupt nicht darüber informiert werden, womit genau sich die Staatsanwaltschaft beschäftige. Wir haben nicht gesagt bekommen, welcher Typ Waffen. Wir bekommen keinen Zugang zu den Gutachten. Wir bekommen die Einsatzpläne nicht. Die anderen Ermittlungsdokumente haben wir auch nicht. Die Staatsanwaltschaft zeigt uns einfach keine Papiere. Haben Sie ballistische Gutachten? Nein. Rechtsmedizinische Gutachten? Ich durfte in den Obduktionsbericht reingucken, aber nicht kopieren. Ballistische Gutachten habe ich nicht bekommen. Ein Anwalt der Verletzten geht sogar noch weiter. Wir kommen alle an keine Ermittlungsprotokolle ran. Und wenn Sie mich fragen, gibt es dafür einen einfachen Grund. Es wird nicht richtig ermittelt. Ich als Anwalt der Verletzten sage Ihnen, die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht richtig. Die decken ihre Leute, die sind parteiisch, so wie früher. Die wollen wie in der Sowjetunion oder unter Janukowitsch alles unter der Decke halten. So ist das. Der blutige Donnerstag. Über 30 Menschen werden an diesem Tag in Kiew ermordet. Ein Blutbad im Zentrum einer europäischen Großstadt. Unsere Recherchen zeigen, dass in Kiew schon Schuldige präsentiert werden, obwohl es auch zahlreiche Hinweise gibt, die in Richtung Opposition weisen, Spuren, die nicht verfolgt werden. Und möglicherweise gibt es auch noch andere Kräfte, die an den Schießereien beteiligt waren. Die Kiewer Generalstaatsanwaltschaft ist sich in ihrer Einschätzung sicher. Wir sind es nicht.
Bei allen offenen Fragen, dass ein Vertreter der nationalistischen Svoboda-Partei als Generalstaatsanwalt die Aufklärung des Kiewer Blutbads ganz offensichtlich behindert, wirft ein schlechtes Bild auf die neue Übergangsregierung und damit auch auf all jene westlichen Regierungen, die die neuen Machthaber in Kiew unterstützen.